Gute Arbeit, Marines. Ab hier übernehmen die Scars. Roger. Erledigen Sie es. Machen Sie uns stolz. Hab ich vor. Verstanden, Staff Sergeant. Dank den Kriegsbemalen im Outrage. Jagen wir sie in die Luft und fliegen nach Hause. Gas 2, Feindflugzeug in Sicht. Wo sind Sie? 1-1, wir sind mitten im Kampf. Brechen ab und kommen zu Ihnen. Erledigt. 2-1, Sie müssen uns den Rücken frei halten. Wir rücken zur Turbine vor. Geben Sie uns Deckung. Verstanden, Fever. Ah, das hier mal ruhig auf 9 Uhr sein. Down. Oh. Oh mein Gott. Das war Arschart. Da geht er dahin. Komm schon. Auf die Antriebe des Raumhauses konzentrieren. Jetzt. Ein Skelter-Geschwader kommt. Soll nicht unser Problem sein. Kriegen das schon hin. Landen Sie auf der Turbine. Mach dich zur Landung bereit. Autopilot aktiv. Wir sind auf Station bei Turbine 1. Roger, 1-1. Ich brauch Deckung. Zwei Schritte vor dir, Held. Schön, danke. Ja, du auch auf dich. Kontrollpunkt erreicht. Bleib liegen. Kommt schon. Turbine öffnen. Turbine geöffnet. Kein Wort von Gator? Noch nicht. Verdammt. Keine Sorge, denen geht's gut. Ich hoffe es. Hoffen reicht nicht. Vertrau drauf. Und zum nächsten.
Sehen wir uns mal diese Turmdetonation an. Folgt den Leitungen und genießt das Feuerwerk. Hoho. Boom. Heilige Scheiße. Ich würde sagen, Detonation bestätigt. Ja. Ihr werft eine ziemlich große Flamme, Scar-Team. Schön, Sie zu sehen, Gator. Wir dachten schon, euch jetzt erwischt. Nicht nur ihr. Wir konnten die Olympus in der Wolkenschicht abschütteln. Na dann nichts wie weg, bevor sie uns finden. Wir sind startklar, Raider. Auf dein Kommando. Ab nach Hause. Alles Gas, wir können starten. Verstanden. Zurück zur Basis. Startsystem aktiv. Packen wir. Zünde. Werte normal. Retribution, Abflug. Verstanden. Initiiere Schubsequenz. Retribution, passieren die 19.000. Beschleunige. Roger. 35.000. Mach 1,5. Ich hab was auf dem Radar. Die Olympus! Ah, Mist! Schubkupplungen beschädigt. Leite Systeme um. Der Captain ist getroffen! Ausweichen! Ah, jetzt hab ich wieder Sound. Ich kann nichts machen! Das ist manchmal echt komisch. Komm schon, komm schon! Er klebt direkt an uns dran. Ausweichen! Jetzt funktionier schon! Schub getrennt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich bin oben! Zurück zur Red, aber schnell! Gator, mach alles bereit, wir springen raus! Aye, Sir! Rosek hat's erwischt! Treffer, Treffer! Oh, verdammt! Halt durch, Reyes, komm schon! Ich versuch's! Captain, wir sollten abspringen! Nein, ich bring uns rein! Aufprall steht bevor, Sir! Wir müssen raus hier, jetzt! Mayday, Mayday, 1-1 spricht ab, 1-1 ist draußen. Boom. Retribution, Angriff abbrechen, zurückfallen. Empfange mehrere Signaturen, sie feuern mit allem, was sie haben. Raus aus der Kampfzone, sofort. Nein, wir lassen dich nicht zurück. Gator, raus da, das ist ein Befehl. Roger, Sir. Wir kommen zurück, Reyes, hörst du mich? Wir finden. Viel Glück, 141. Weil mein Sauerstoff geht halt zur Neige. Captain, Ihr Anzug. Ja? Ein Treffer im Cockpit. Linker Arm kaputt. Kein schöner Bericht, Sir. Oh, verdammt. Captain, ich schaffe es nicht. Was soll ich tun? Lass gut sein, Ethan. Kann ich nicht, Sir. Sie sind mein Vorgesetzter, Captain. Sie sind meine Mission. Sagt wer? Ich bin Hardware, Sir. Komplett entbehrlich. Nein, nein. Du bist mein Bruder, Ethan. Ihr sprechender Roboterbruder? Ganz genau. Ja, also. Ich bin der Gutaussehende. Geil. Kein Zweifel. Das ist dann offenbar das Ende, Partner. Ich hab Angst, Sir. Ich auch. Captain, bleiben Sie bei mir. Sir. Captain? 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 Oh, fuck. Hören Sie mich? Captain Reyes? Er kommt zu. Na bitte, Seemann. Öffnen Sie die Augen. Ich bin Captain Farron von der Tigris. Herzfrequenz stabilisiert sich. Blutgaswerte normal. Das ist Chief Brian Link, Sanitäter auf der Tigris. Wo ist Ethan? Ich bin hier, Sir. Sie sind auf einem Shuttle meiner Tigris. Ich bringe Sie zurück zur Retribution. Mein Schiff, meine Crew. Die Red ist in guten Händen. Helfen Sie ihm. Sie ist gleich da draußen. In all ihrer Pracht. Wer hat Sie kontaktiert? Lieutenant Salter. Sie bat den Admiral um ein Bergungsteam. Unter den Umständen empfand er die Bergung als zu riskant. Reigns hat die Rettung nicht autorisiert? Krieg kennt keine Freunde.
Vielleicht bin ich egoistisch, aber ich habe nicht vor, hier draußen alleine zu kämpfen. Ich habe einen Piloten und zwei Späher zu ihrer letzten bekannten Position geschickt. Und gegen die Radialgeschwindigkeit? Gravitationswiderstand und noch etwas. Glück. Wir mussten Ethans Arme öffnen, waren um sie rumgefroren. Schutz des Captains bis zum Schluss. Echte Tapferkeit, Ethan. Echte Todesangst, Captain. Sei nicht so bescheiden. 5 Sekunden zum Dock. Danke, Farron. Sie haben uns gerettet. Wir sind ein 2-Soldaten-Orden. 50% Schwundquote ist nicht akzeptabel. Willkommen daheim, Captain. Das war mehr als die Pflicht gebietet, Farron. Kalkuliertes Risiko, Lieutenant. Ich kehre jetzt zur Tigris zurück. Gehen wir an die Arbeit. Passen Sie auf ihn auf. Captain, bitte. Ich komme schon klar. Ethan, geh zur Technik, zu Mac. Lass dich aufpolieren. Was ist mit Ihnen, Sir? Mach dir um mich keine Sorgen. Träumen Sie weiter, Sir. Salt, hab gehört, was du... Bereit? Immer. Deine Crew erwartet dich, Captain. Ja, wenn uns unsere Crew doch schon so schön erwartet, wollen wir sie natürlich nicht warten lassen. Ich finde das richtig gut gemacht mit den Cutscenes. Ab und zu gibt es so ein paar kleine Fehler, aber also im Gameplay selber, dass man jetzt irgendwo feststeckt. Oder ich finde es auch komisch, dass er manchmal 10-mal, also übertrieben gesagt, ja, aber laden muss, auch in Cutscenes oder so. Das nimmt halt irgendwo so diesen, die Spannung raus. Dieses, weiß ich nicht, wenn man gerade so gut drin ist, im Geschehen und dann erstmal da ein paar Sekunden so ein Ladezeichen kommt. Aber gut. Will nicht weiter meckern, weiter geht's. Gehen wir, Reyes. Captain auf der Brücke. Sir, Admiral Rains ist in der Leitung. Rainman verschwendet keine Zeit. Na dann. Auf den Schirm. Versiegelt. Captain Reyes, tut verdammt gut, Sie zu sehen. Zunächst einmal, ich habe eine geheime Einsatzbesprechung für Sie. Wir sprechen in Ihrem Büro weiter. Ja, Sir. Komm, leiten Sie den Admiral ins Einsatzbüro des Captains auf. Okay, verbinde jetzt. Dann gehen wir uns das doch mal anhören, beziehungsweise angucken. Antworten. Zack, Nummer 1. Was gibt es, Admiral? Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der Artis-Geschütze. Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten SDF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder. Er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Sorte Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Reins Ende. Ja, das war ja. Verbindung wurde getrennt, Sir. Aufschlussreich. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Reyes. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Es wird immer mehr aufpoliert hier, das Zimmer. Ach, den Computer möchte ich mal ignorieren, ausnahmsweise. Die Einsatzkarte wurde für Sie aktualisiert, Commander. Freut mich. 5 Aufsätze freigeschaltet. Ein Spieler extra freigeschaltet. 2 Waffen freigeschaltet. Jackal-Verbesserung freigeschaltet. 2 Suits zusätzliche Objekte freigeschaltet. Jawohl. Was ist das Ziel, Captain? Ja, ja. Hetz mich mal nicht so. Haben wir einen neuen Fernsehbericht zufällig? Vielleicht haben wir ja Glück. Tatsächlich. Irgendwas läuft doch immer. SATO-Einheiten zerstörten mit Unterstützung durch Ska-Luftangriffe die wichtigste Treibstoffstation der SDF auf Titan, den größten Saturnpunkt. Mindestens 100 Militanten starben bei der Bodenoffensive, die die Tankmöglichkeiten des Feindes in der Region abschneiden sollte. Dies war mit Sicherheit der Auftakt eines langen Krieges zwischen SDF und UNSA. Ein Stratcom-Offizieller ließ verlautbaren, zusammen mit unseren UNSA-Verbündeten haben wir uns der traditionellen und hybriden Kriegsführung gestellt. Er verwies damit auf die Mech-Brigaden der SDF, durch die sie zahlenmäßig den Marines und Ska-Teams im Einsatz bei weitem überlegen sind. Das war Armin Raskopf, BNS Berlin.
Oh, aus Berlin. Infinite World News. Gut. Hier schaut's auch immer besser aus. Ja, das bin ich auch. Aber gut. Was haben wir hier noch so Schönes? Ein paar Bilder. Mach deinen Job ja ordentlich. Du auch. Ich will mein Schiff in einem Top-Zustand. Nein, aber Spaß beiseite, Leute. Ich werde jetzt an der Stelle trotzdem schon mal den Part beenden. Es sind zwar erst noch nicht mal ganz 16 Minuten, aber da der letzte Part schon einiges länger ging, habe ich auch jetzt mal ein bisschen gecuttet. Normalerweise wollte ich das ja missionsabhängig machen. Also ich wollte pro Part ungefähr eine Mission spielen. Da die Mission aber trotzdem relativ lange ging, muss ich sagen, was ja gut ist, ja, wir lieben lange Missionen, hat sich das ein bisschen verlängert und jetzt in zwei Teile gesplittet sozusagen. Deswegen danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Infinite Warfare oder eines anderen Projektes wieder. Bis dahin, ciao, macht's gut.